Hallo? Hallo? Hallo, weiter geht's mit Server 29 Tagebuch. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich präsentiere mal wieder einen unglaublich tollen Part. Nur bitte Bier, ich bin dabei. Und ich muss ehrlich sein, der zweite Part, den ich jetzt am Stück aufnehme, dass ich für morgen noch ein Part habe. Wie gesagt, ich bin ja morgen nicht da, deswegen kann ich nicht aufnehmen. Das tut mir wirklich sorry. Und deswegen muss ich noch einen aufnehmen. Ja. Egal, wir werden auf jeden Fall trotzdem noch was schaffen. Ich bin auch dabei, die alle zu klicken. Ich habe noch ein bisschen hier was verpennt. Hab noch gesehen, ich habe fünf Biere noch zu saufen. Von daher muss ich das Ganze noch durchziehen. Ich hoffe, ich schaffe das noch, bevor ich zeitlich dann schlafen gehen muss. Endlich scheiß Dungeon Down. Jawohl, Anus. 5. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast es geschafft. Und ich habe da schon wieder einige Sachen gehört. Und zwar, es nennt sich Gildenfusion. Oh, holy moly Macaroni. Und zwar die Leute mal wieder, Zurzeit, wenn wir jetzt mal auf die Gilde gehen, wir haben den ersten Kampf nun endlich verloren, beziehungsweise endlich, ja, wir haben einen verloren, das ist natürlich schade, gegen Halbgötter, das erste Mal. Und man sieht es, Distis Wundertüte, Platz 1, Mitglieder 40. Wir werden bestimmt gerade angegriffen von Distis, von Halbgötter, oder? Nein, doch nicht. Wir werden bald wieder von Halbgötter angegriffen, dann werden wir verlieren, dann wird uns Halbgötter überholen, denn wir, ich sag mal so, Distis Wundertüte löst sich so langsam auf. Und es ist jedes Mal so, immer in jeder Gilde, wo ich bin, auf den neuen Servern gibt es diese scheiß Fusion, die mir so dermaßen auf die Eier gehen. Ich hasse Fusion, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, alle außer die Fusion bei Pokémon. Nicht bei Pokémon. Warum rede ich jetzt von Pokémon? Moment, ich nehme mal eben hier was an, was haben wir denn hier? Wir haben 100.000 und das hat natürlich hier 1, 2, 400.000, natürlich nehmen wir die hier. Nicht bei Pokémon, sondern bei Dragon Ball, da finde ich die Fusion eigentlich ziemlich gut. Simone Sommer, wir haben gewonnen gegen die Simone Sommer, Rang 14, okay, ist das toll. Ich gehe noch ein bisschen, geschick. Dann können wir noch ein bisschen den Dungeon-Gegner versuchen, vielleicht schaffen wir den ja sogar mit ein bisschen mehr Geschick. So, das nehmen wir rein und gehen dann wieder auf den Dungeon und vielleicht sogar doch noch den Kollegen hier reinnehmen. Moment, den hier mit Geschick, dann haben wir noch mehr Geschick und mal gucken, ob wir nun einen Geschickgegner schaffen im Dungeon, dem Menschenfresser. Ja, nochmal zu den Gildenfusionen, die nerven halt übertrieben. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es einfach nicht. Immer diese Fusionen, dann wird die Gilde aufgelöst, dann kommt die neue Gildenname und der Gildenname steht länger wie der und da gibt es mehr Leute, die dahin wollen und manchmal dafür rüber, manchmal muss man in die und die Gilde. Ach Leute, kommt schon. Ich glaube, wenn diese Wundertüte nicht so langsam, beziehungsweise wir da was machen, gildenmäßig neue Leute suchen, dann könnte es so böse enden, dass wir dann eine Gildenfusion, für mich ist es böse enden eine Gildenfusion, Entschuldigung. Natürlich, wenn jetzt, wir bleiben diese Wundertüte, natürlich, wir haben den höchsten Prozentsatz, von daher sollten eigentlich die Leute rüberwechseln, dann ist es gar nicht so hart. Wenn denn die Leute von der Gilde, wo wir Fusion machen, die höchsten 10 rüberkommen zu uns, und vielleicht ein paar geringere, beziehungsweise Low-Level bei uns, aber meistens sind die alle bei uns hoch, bei Distis Wundertüte, wenn er in die Gilde kommt, dann sollte das Ganze passen. Es war ein... Nein! Warum? Warum, woher tust du mir das an? Warum hast du mir das angetan? Leute, guckt euch das an! Ist das scheiße. Oh, übertrieben scheiße. Menschenfresser. Nein, 230. Nein, wieso? Not nice. Oh, Herr, warum tust du mir das an? Warum, Shakes and Fidget God? Er war da schon dort. Und jetzt schaffe ich ihn zu 1000% nicht. Oh Gott, war das eine Scheiße. Nochmal zurück zu den Gildenfusionen. Ich bin mal gespannt, ob Disney von der Tüte jetzt daran, beziehungsweise ob wir daran jetzt kaputt gehen oder nicht. Ich hoffe erstmal nicht. Es macht Spaß in der Gilde, es sind lustige Leute dabei. Es ist die Leute sind chataktiv und wir rocken halt, aber wir brauchen halt 10 Leute. Etwas höher, damit wir in den Dungeon weiterkommen können. Und uns wird dann wohl heute oder morgen Halbgötter vom Platz 1 verdrängen. Denn mit 40 Leuten gegen 10 mehr wird das nichts gegen Halbgötter. Ich bin mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Nicht, dass ich mir schon wieder eine neue Gilde suchen muss. Meine Fresse, ey. Immer dieses Gilden hin und her. Alter, ich bin ja kein Gildenhopper, aber es ist so langsam, es ist richtig krass, wie viel ich schon rausgehen muss und in andere Gilden joinen kann. Oder muss, ich kann man ja fast schon einen Gildenhopper nennen, obwohl es eigentlich immer unfreiwillig ist, weil die Gilde sich meistens auflöst. Eieiei, es geht irgendwie, ich weiß auch nicht. Server 29 ist, mir fällt es auch auf den neueren Servern wird öfters so ein Gildenscheiß gemacht wie auf den älteren Servern. Es ist einfach so. Weißt du, neuer Server am Start, yeah, ich mache eine Gilde auf, yeah, wir haben voll viel Bonus, ah, scheißegal, Gilde löst sich auf, ich kack drauf, ich hole mir eine neue, yeah, dann join ich da und ich join da, ich komm, ihr kriegt das Kotzen von so viel Scheiße, ganz ehrlich, und warum ist jetzt, fällt dir jetzt nicht der Menschenfresser, also ich hatte gerade einen Try, der musste ja wohl jetzt fallen, oder, ach man, das ist jetzt so ärgerlich, dass er nicht gefallen ist, gehen wir noch auf 400 Pilze oder so runter, ist mir jetzt, oh, nee, schon wieder so ein Try,
Jetzt fall doch, bitte, 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 komm schon, Menschenfresser, du willst es doch auch. Ich meine, du sagst mir schon, du gibst mir schon Anzeichen, dass du gerne fallen möchtest, du möchtest gerne sterben, du möchtest elendig verrecken wie ein elendiger Hund. Aber du willst, beziehungsweise, du möchtest doch nicht, kann das sein? Aber komm schon, Menschenfresser, jetzt komm, jetzt los, jetzt komm noch einen guten Schrei und dann bist du auch tot. Ja komm, Chupapa, ja komm, Beifuß, ja, ja, mach Sitz. Mach Platz. Der war schon mal nicht schlecht, aber wir hatten zwei bessere. Wir hatten zwei bessere und wir hatten einen so unglaublich guten Try. Oh, der ist da nicht gefallen. Wieso? Wieso? Herr, warum tust du mir das an? Shakes and Fidget, Gott. Ah, müssen wir Lucky Lars einschalten. Für vier Pilze, Lucky Lars, schaffen wir das? Wir versuchen es. Lucky Lars. Oh, er ist an. Jetzt Lucky Lars on the way, Lucky Lars on the way, Lucky Lars on the way. Ich treffe ihn nicht, Lucky Lars on the way. Warum weicht alles aus? Lucky Lars on the way, Lucky Lars. Und das war noch kein Lucky Lars. Lucky Lars, wo bleibst du? Lucky Lars, Lucky Lars, habe ich gesagt. Lucky Lars. Oh. Oh nein. Lucky Lars reicht nicht aus, um ihn zu besiegen. Ah, okay, machen wir wieder aus. Das bringt nichts. Ah, so, sehr schön. Das wird nichts, Leute. Wir hatten einen Try, also das wäre es auf jeden Fall gewesen. Ich werde jetzt nicht. Oh Gott, ich habe keine Pilze mehr. Und ich versuche ihn viel zu oft. Ah, gehen wir noch auf 5. Ja, einen noch, komm. Nee, wir hatten zwei so geile Tries dabei und er ist nicht gefallen. Es kotzt mich so dermaßen an. Ich hoffe mal, dass er morgen dann fällt. Ich bin gespannt, ob er dann morgen fällt. Viel zu viele Pilze für diesen Kollegen schon wieder rausgehauen. 385 habe ich nur noch. Da stand mal 3000. Da stand mal 3600, jetzt 385. Das ist eine gute Pilzausgabe auf jeden Fall. Es hat sich ja gelohnt. Egal. Das war es dann soweit mit diesem Part für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bewerten, kommentieren, weiterleiten. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis.